Am Freitag besuchten wir bei kalten Temperaturen das Spiel der 2. Liga Süd SV Speed Arena Rechnitz gegen den SV Oldendorf. Trotz des kalten Windes kamen über 200 Zuschauer, um das Spiel zu verfolgen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Zrbelak Milivoj und seinem Assistenten Diplom-Ingenieur Mittermann Zech Christian gut geleitet. Beide Mannschaften haben in der letzten Zeit kaum Glück bei den Spielen gehabt. Entweder gelang nur ein Unentschieden oder man verlor sie. Rechnitz befindet sich in der sicheren Mitte der Tabelle, während Oldendorf in der unteren Hälfte der Tabelle befindet. Die erste Chance haben die Rechnitzer. Simon? Nach hin und her schoss er den Ball über das Tor. Aber in der 17. Minute ist es soweit. Nach einem langen Pass zu Handel Mazzetti, der den Ball nicht richtig erwischte, war Nebel zur Stelle und machte das erste Tor für Oldendorf. Oldendorf geht mit 0:1 in Führung. Torschütze Thomas Nebel. Nach dem Tor sind die Rechnitzer aufgewacht und das Spiel nimmt langsam an Geschwindigkeit auf. Gergö. Jetzt Gergö gegen Hadl. Schuss und abgewehrt. Eine Riesenchance für Rechnitz, um auszugleichen. Aber es bleibt nur eine Chance. Tuida. Holper. Abgestaubt. Busnik. Heinsberger rettet das Tor, indem er den Ball von der Linie wegschoss. Simon. Abgewehrt. Nachschuss und Tor. Ausgleich zum 1:1 in der 39. Spielminute. Torschütze Adam Michali Schreiner, der erkannt hatte, dass der Tormann den Ball losgelassen hat und den Ball ins Tor schoss. In der 39. Minute. Torschütze mit Nummer 12. Schreiner Adam. Die erste Halbzeit endet mit einem 1:1. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit nach einer kurzen Werbung. Äpfel selbst frisch vom Baum gepflückt sind die beste Herkunftsgarantie, die Sie bekommen können. Rote, saftige Äpfel warten auf Sie. Aber wo? In Kobersdorf jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr um nur 1 Euro pro Kilogramm. Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite www.obstgartenkoch.at. Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels der 2. Liga Süd zwischen SV Rechnitz gegen den SV Oldendorf. In der ersten Halbzeit haben wir trotz eher passiveren Spiels zwei Tore gesehen. Schauen wir, was die zweite Halbzeit bringt. Freistoß für die Gäste. Tuida und Latte. Da haben die Rechnitzer richtig Glück gehabt. Freistoß. Bei so vielen Kopfbällen kann nichts Gescheites rauskommen. Und hier wieder Reseta, der den Ball aus der Gefahrenzone wegschießt. Wieder eine Chance der Rechnitzer wurde vom Oldendorfer Tormann Halidovic zunichte gemacht. Freistoß. Abgewehrt. Gergö. Aber er rutscht aus. Riesenpech für Rechnitz. Bei diesem Spiel gab es viele Fouls, einige gelbe Karten, aber wenig Chancen und noch weniger Tore. Wie auch immer, nach 5 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel SV Rechnitz gegen SV Oldendorf mit dem Endresultat von 1:1.